Dann ein christlicher Mehrwert, der sozusagen auf den Unterbau der weltlichen Tugendlehre aristotelischer Herkunft draufgesetzt worden ist, in dem Augenblick, als das Christentum das klassische Viererschema zu dem dann ebenso klassischen Siebener-Katalog ausgebaut hat, wo nämlich zu den vier eben erwähnten weltlichen Grundwerten die drei theologischen Tugenden hinzugefügt wurden. Was machen wir aber, nehmen wir nochmal jetzt die Tapferkeit. Was machen wir mit der Tapferkeit, die ein deutscher Soldat im Zweiten Weltkrieg bewiesen hat beim Überfall auf Polen, individuell? Was machen wir, ist da dann vielleicht die Supervision einer anderen Tugend erforderlich, nämlich der Klugheit, die dann erkennt, hier handelt es sich um eine Tapferkeit am falschen Platz, oder wie müssen wir das sehen? Ja, ich glaube, also nicht umsonst hat Aristoteles die Verstandestugenden und die Charaktertugenden ja erstmal aufgeteilt. Und die Klugheit ist bei ihm die Verstandestugend, die das sozusagen fundieren muss, die anderen. Und er hat diese, wie ich finde, nach wie vor extrem triftige Beschreibung, dass bei jeder Situation, die ein tugendhaftes Verhalten erforderlich machen kann, man sich die Frage stellen muss, wem gegenüber, in welchem Maß, an welchem Ort soll ich mich wie verhalten? Und wenn sich bei einem Überfall gegen Polen der individuelle Soldat die Frage gestellt hätte, mit welchem Ziel, wem gegenüber, was sind die Kosten, wer ist der Leidtragende in dieser Situation? Also ein genaues Einschätzen der Gesamtsituation ist in dem antiken, aristotelischen Tugendbegriff von Anfang an eingeschrieben. Und deshalb ist es eben nicht meinetwegen der preußische Disziplin- oder Kadavergehorsam-Begriff einer Tugend, sondern es ist ein viel, viel reflexiverer und vor allem, was ich ganz, ganz wichtig finde, also am Anfang dieser Tugend steht immer eine realistische Situations- und Selbsteinschätzung. Also es ist eigentlich ein Instrumentarium, was einen extremen Weltzugang, also weil es könnte jetzt vorher so ein wenig geklungen haben, da werden irgendwie junge Menschen dressiert auf eine bestimmte Tugend hin, sodass das dann immer abrufbar ist und sie sich so verhalten, ist es eigentlich das genaue Gegenteil. Also es erfordert, es ist eben kein blinder Gesetzesgehorsam, sondern es erfordert in jeder Situation eine genaue Analyse dessen, was kann ich, wie ist die Situation, welche Konsequenzen hat es. Aber da wird es jetzt doch sehr kompliziert und auch ungeheuer voraussetzungsreich. Ne? Also wir hatten doch diese Debatte, Tapferkeitsmedaillen werden ja jetzt auch in der Bundeswehr vergeben. Und da standen natürlich die ganzen Gegner des Afghanistan-Einsatzes auf der Matte, ja, und sagten, nein, das geht doch gar nicht. Ja, und Tapferkeit. Aber nun in Afghanistan kann ein Soldat nun tatsächlich unter Tapferkeitsbewährung kommen. Wie verhindern wir denn bei diesen Überlegungen der Tugend, wie verhindern wir, dass das geschieht, was in der Vergangenheit immer geschehen ist, weswegen auch die Tugenddiskussion kaum geführt worden ist, dass wir anstelle der Überlegungen der Tugend auf einmal gleich eine politische Debatte führen und eine soziologische Debatte und eine vielleicht auch sogar, ja, also auf jeden Fall eine politische Debatte. Wie bringen wir es hin, dass auch da ein Maß gehalten wird, dass die Tugend auch wirklich zur Geltung kommt und nicht nur das politische Pro und Contra? Das ist doch ein Problem. Ja, klar. Also meine Antwortversuch darauf wäre, indem wir, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte, die Tugenden der Widerstandstradition zuordnen. Und uns darüber im Klaren werden, dass die Tugenden immer konkret gelebt werden und konkret am stärksten sichtbar werden in der Kontraposition von Einzelnen zu einem Kollektiv. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr skeptisch, wenn der Tugendbegriff zu einem zu Teil sozusagen eines kollektiven Selbstverständnisses werden. Weil dann eben genau die Aufmerksamkeit für den widerständigen Einzelnen, der etwas sieht, was andere nicht sehen und der dann ganz schnell als Geisterfahrer denunziert wird, eben erhalten bleibt. Also da wäre für mich aber die Tatsache nur, dass man, also die alleinige Tatsache, dass man gegen den Strom schwimmt, kann aber noch kein Ausweis der moralischen Güte sein. Nein, also, das ist richtig. Das die RAF-Terroristen waren sicher auch nicht der gesamtgesellschaftliche Mainstream. Und ich glaube, die wenigsten hier im Raum würden sagen, dass die das moralische Recht auf ihrer Seite hatten. Ja, da stimme ich Ihnen
völlig zu. Das ist auch, das kann man auch nicht verallgemeinern, was ich gesagt habe. Es ist jetzt mein Erfahrungswert, dass ich sage, dass die Tugenden für mich am sichtbarsten da werden, wo Widerstand gelungen ist. Aber natürlich kann ich nicht aus der Tatsache, jetzt um im Geisterfahrerbild zu bleiben, dass 100 Autos mir entgegenkommen, schließen, dass ich in der Kreuzesnachfolge bin. Also das ist, das haut nicht hin. Das wäre wieder eine Form sozusagen von unkluger eben Selbstblockierung des Denkens. Das ist klar. Ich meine es einfach jetzt als rein Erfahrungstatbestand. Mhm. Wenn ich über Tugend spreche, wenn ich gegenüber, jetzt wieder Schule, Jugendlichen über Tugend spreche, dann spreche ich nicht über den tapferen Soldaten, sondern spreche ich lieber über der Polen überfallen hat, der vielleicht individuell gesehen noch einmal in einer verführten Logik noch mal individuell tapfer war, sondern spreche ich dann lieber über Sophie und Hans Scholl. Das ist für mich dann das bessere Beispiel für Tapferkeit. Aber ist es nicht so, dass wir seit einem halben Jahrhundert aus zahlreichen ideologischen Gründen in Deutschland und in der Weltkultur, der westlichen Weltkultur zumindest, ganz allgemein die tugendethische Debatte weitgehend haben flachfallen lassen, weil eben diese anderen ethischen Modelle in den Vordergrund getreten sind. Nicht? Und warum? Der Tugendbegriff wurde einmal in den 20er Jahren gegen den Zeitgeist von Max Scheler noch einmal ins Gespräch gebracht. Und er hat versucht zu zeigen, dass es nicht irgendeine verstaubte Sache ist, sondern dass die Tugend sogar einen Charme haben können. Das war also der letzte verzweifelte Versuch, dieses abgestandene Thema zu revitalisieren. Ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg haben das einige wenige Theologen ausgenommen, keine nennenswerten Denker mehr probiert. Und wenn das Thema heute wiederkommt, dann deutet das auch darauf hin, dass der Zeitgeist sich ein bisschen verschoben hat. Und ich würde gerne in der nächsten Runde unseres Gesprächs ein wenig auch auf diese Überlegungen hinzielen wollen. Also mein Eindruck war immer der, wenn wir lange Zeit von Tugend nicht gesprochen haben, dann hat das im Wesentlichen zwei Gründe. Den einen haben wir eben durch den am Tapferkeitsbeispiel irgendwie schon durchdiskutiert. Von den Tagen der Griechen und der Römer an ist der Begriff der Virtus und der Arete immer sozusagen mit der Adelsethik und mit der Kriegerethik so eng verbunden gewesen, dass wir in einer Kultur wie der heutigen, die tendenziell pazifistisch ist oder wird, da mit diesen Ganzen nicht mehr viel anfangen können. Ja? Das heißt also, da ist zu viel altes deutsche Gymnasium drin, zu viel Lateinunterricht, zu viel Virtus, ja, dass man auch mit Männlichkeit übersetzt. Nicht? Ich habe vor kurzem mit meiner Tochter Cäsar de Bello Gallico wieder mal durchgelesen und war wirklich verblüfft, mit welcher Unverfrorenheit Cäsar das Wort Virtus benutzt, denn es bedeutet bei ihm tatsächlich nichts anderes als Mannhaftigkeit. Also, und zwar im soldatischen Sinn. Davon wollten wir lange nichts hören und wollen es auch prospektiv nicht wirklich. Und der andere Punkt war doch dies, dass wir in einem halben Jahrhundert ein Sprachspiel verlernt haben, das früher viel zudringlicher gepraktiziert worden ist, nämlich die Sprachspiele, mit denen die sogenannten Moralisten, die ja heute eher unbeliebt sind, in das Leben anderer Leute hineinreden. Also die Tugendhaften sind deswegen doch so in Verruf geraten, weil sie die Neigung haben, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Menschen einzumischen. Und da nun aber jeder Mensch sozusagen ein Kleinstaat ist, der eifersüchtig auf seine Grenzen und seine Souveränität wacht, verbittet er sich die Einmischung in seine Angelegenheiten, nicht? Wenn mir jemand moralisch kommt, dann rufe ich sofort meinen Botschafter ab bei dieser Person, nicht wahr? Ja. Und ich denke, diesen Ausgangspunkt müssen wir auch mit bedenken und jetzt fragen, unter welchen Bedingungen konnte es dahin kommen, dass wir jetzt wieder bereit sind, in diesen alten Tugendkatalogen so etwas wie Orientierungsgrößen zu vermuten, über die ernsthaft nachzudenken sich lohnen könnte. Und meine eigene Hypothese wäre, das hat mit der allgemeinen Gesellschaftskrise heute zu tun, das hat mit der Krise des Kapitalismus zu tun und mit der Tatsache, dass alle Menschen immer mehr spüren, dass wir in einer Lebensform befangen sind, die uns verführt, systematisch an jeder Stelle, wo die Kardinaltugend in die eine Richtung zeigt, in die andere zu laufen.
ist nicht sicher ein Grund auch, dass also eine verwandte Debatte, die wir ja auch seit einer Weile wieder führen, ist die Debatte über Eliten, über gesellschaftliche Eliten. Und ich würde behaupten, dass man keinen triftigen Elitebegriff diskutieren kann, wenn man nicht gleichzeitig eine Tugenddebatte führt. Weil also sozusagen alle die Denker, die sinnvoll ist, also die nicht einfach nur Besitzstand, Wahrung einer geborenen Elite, die das einfach in Generationen weitergeben will. Also sozusagen jeder triftige Begriff von einer Aristokratie im Sinne von, das sind die Besten, kam nicht umhin, wie man die definieren soll. Und da kam man im nächsten Schritt nicht umhin zu sagen, das sind zum Beispiel die, die besonders tugendreich, tugendhaft sind. Und deshalb glaube ich, dass diese Debatte, also gerade wenn wir haben so viel in den letzten 12 Monaten über das Versagen der Wirtschaftseliten geredet, wir haben so viele Einzelfallgeschichten gehört, wo man beim allerbesten Willen sagen muss, sicher nicht pauschal alle, aber einzelne Fälle, wo man beim besten Willen nicht sagen kann, dass die sich in irgendeinem Sinne gemäß der Tugenden oder die Tugenden wie Mäßigkeit, Weitsicht und Ähnliches, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit beherzigt hätten. Und deshalb glaube ich, dass diese Elitedebatte auch in diesen Strang mit hineingehört und eben nicht getrennt geführt werden kann. Da muss man aber dann gleich noch bis 3 zählen, nicht? Weil wenn man sagt Tugend, dann kommen Sie auf Elite und der nächste Schritt ist dann das gute Beispiel. Ja, das Vorbild. Und damit sind wir ja eigentlich dann wieder auf unserem Terrain. Ja, das wäre ja, weil wir haben ganz am Anfang, wie werden Tugenden weiter transportiert? Ja, das wäre natürlich so. Eine Überlegung, dass das Transportmittel der Weitergabe von Tugenden nicht so sehr, nicht in erster Linie die intellektuelle Einsicht ist, sondern die Verkörperung durch einen anderen, das heißt ja Vorbild. Es läuft gewissermaßen über den Körper, ja, wenn man so will. Es muss etwas verkörpert sein, damit es in einen anderen hineinkommt. Das würde aber auch bedeuten, jetzt nochmal zu unseren Wertendebatte, dass wir möglicherweise auch so ein intellektualistisches Missverständnis von Tugend haben, als sei es vor allem ein Erkenntnisproblem. Also ja. Werte, dass man sie gewissermaßen lernt, vielleicht ein Ethikbuch liest und dass damit schon irgendetwas geschehen ist. Ich denke, das ist ein intellektualistisches Missverständnis in Bezug auf Tugend, die übrigens aber dieses Missverständnis eine sehr, sehr lange Geschichte hat. Ich meine, Sokrates, um an den Säulenheiligen zu erinnern, vor allem in der Interpretation dann von Platon, neigt dazu, die Moral als Erkenntnisproblem anzusehen. Hat man das Gute erkannt, kann man eigentlich gar nicht anders als gut handeln und das schlechte Handeln dann eher ein Nicht-Erkannt-Haben, mehr ein Irrtum ist. Ich denke, das ist selbst ein Irtum. Ja, wir wollen aber jetzt keine Sokrates- und Platon-Debatte. Aber ich glaube, dass der Irrtum sehr tief sitzt. Ich glaube wirklich, dass es so eine allgemeine, unausgesprochene Auffassung gibt, dass das in diesem Sinne dieses intellektualistische Missverständnis eben, dass man Werte lernen muss, also auch abfragbar vielleicht. Also hinter manchen, also auch Ethikbüchern, die ich lese, stehen im Grunde genommen solche Konzepte. Oder wenn irgendwo dann wieder etwas ganz Entsetzliches passiert, wie zum Beispiel ein Amoklauf in einer Schule, dann kommen wieder solche Wertedebatten auf. Und als ob man dann in der Schule Schülern beibringen müsste, dass Amokläufe ethisch gesehen nicht in Ordnung sind. Das wissen ja alle. Ja? Aus der Tatsache, dass christlich gesprochen, also dass alle Menschen Sündigen folgt ja nicht, dass sie meinen, dass es in Ordnung ist. Also, also es gibt einen Unterschied zwischen Praxis und Theorie, der unaufhebbar ist an dieser Stelle. Und da gibt es tatsächlich ein intellektualistisches Missverständnis und das verhindert tatsächlich das Einüben von Tugenden. Das verhindert auch, sich einmal darüber zu unterhalten, wer sind denn die geeigneten Trainer für das Einüben von Tugenden? Was sind denn die geeigneten Methoden für das Trainieren von Tugenden und welche Methoden untersagen wir, weil sie ihrerseits nicht mehr tugendhaft sind, sondern das Gegenteil davon? Diese Fragen müssten debattiert werden und da finde ich, steht noch was aus. Aber ist nicht noch viel größeres Missverständnis, was woanders liegt? Und das hat nun wiederum mit dem